Hallo! Heute geht es um die Frankfurter Buchmesse. Viele von euch wissen es schon, die meisten können es sich natürlich denken, ich fahre dahin. Bei der letzten Buchmesse in Leipzig habe ich ein Follow Me Around gedreht. Das blende ich euch jetzt mal hier ein. Guten Morgen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu der City nach Leipzig. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Das ist mein Lieblingsautor und der kommt aus meiner Heimatstadt. Ich liebe ihn. Das habe ich nicht gesagt. Relativ gut an und mir hat es persönlich auch sehr viel Spaß gemacht, das zu drehen. Deswegen frage ich diesmal gar nicht groß, ob ich die Kamera mitnehmen soll. Ich nehme sie einfach mit, weil ja, es sind auch tolle Erinnerungen, die man da eben mit nach Hause bringt. Und ja, deswegen könnt ihr euch schon mal auf einen Follow Me Round zur Buchmesse in Frankfurt freuen. Und darüber hinaus ist natürlich dieses Mal auch viel mehr, was es für mich abzuarbeiten gibt an Terminen und all solchen Dingen auf der Messe selber. Denn beim letzten Mal war ich ja noch relativ frisch, also noch eher als Leser unterwegs als jetzt als Autor. Und dieses Mal ist natürlich ein bisschen mehr los. Ich habe auch arge Probleme, irgendwie mir einen gescheiten Stundenplan sozusagen zu machen dazu. Aber viele von euch haben schon gefragt, wann ich wo sein werde und ob man sich vielleicht irgendwie treffen kann und so. Deswegen dachte ich, ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal kurz ein kleines Video, um so die Rahmendaten abzustecken. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal kurz so meinen Plan durch, was ich so vorhabe. Und ich versuche so dabei irgendwie festzulegen, anzumerken, was geschehen könnte und was machbar wäre. Ich werde schon am Mittwoch anreisen. Ich bin aber vermutlich am Mittwoch selber noch nicht auf der Messe. Das muss ich noch mal gucken, weil ich da vermutlich erst nachmittags ankomme und dann lohnt sich das wahrscheinlich gar nicht mehr. Aus Lesersicht habe ich einige Sachen, die ich gern sehen möchte und dazu gehört auf jeden Fall die an jedem Tag stattfindende Signierstunde der Hörbuchautoren. Ich persönlich höre unfassbar gerne Hörbücher und habe so meine Lieblingssprecher natürlich auch. Und auf jeden Fall werde ich dort vorbeischauen, das ist in Halle 3. Und ja, ich weiß noch nicht an welchem Tag oder ob an allen Tagen, aber ich werde auf jeden Fall da vorbeischauen. Das war auf jeden Fall das, was irgendwie alle Tage betrifft. Hätte ich es am Mittwoch noch geschafft, was ich nicht glaube, dann hätte ich gerne die Veranstaltung Braucht man Verlage gesehen. Die ist von 14 bis 15 Uhr. Die hätte ich mir gerne angehört, aber ich glaube, das schaffe ich wirklich nie. Am Donnerstag gibt es dann eine Veranstaltung, die nennt sich Self-Publisher aktuell. Dort würde ich vorbeischauen. Und auch das Thema E-Book-Piraterie interessiert mich brennend. Also da werde ich auch vorbeischauen in Halle 3 zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr. Da bin ich bestimmt auch. Und dann gibt es noch eine Veranstaltung am Donnerstag, die nennt sich Amazon und der Rest. Auch in Halle 3 und zwar zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr. So ungefähr, das ist noch alles. Ich habe mir diese Tage sehr locker abgesteckt, weil da würde ich eigentlich auch gerne so ein wenig, sag ich mal, alles beschnuppern, mir alles erstmal in Ruhe angucken. Am Freitag gibt es dann einen interessanten Beitrag zum Thema Social Media Kampagnen, den gucke ich mir natürlich auch an. Und das Thema Self-Publisher und Recht, ein ganz furchtbares Thema, aber auch das interessiert mich, deswegen gehe ich da auch hin. Mein persönliches Highlight am Freitag ist die Veranstaltung Erfolg ohne Grenzen, weil da nämlich auch Emily Bold und Mara Wolf dabei sein werden und die würde ich wirklich gerne mal ein wenig über das Thema im Allgemeinen sprechen hören, also wie es ihnen damit geht, was sie davon halten und was sie glauben, was noch möglich ist. Ich weiß ja jetzt noch nicht so genau, worauf diese Veranstaltung abzielt, aber ich stelle mir das unfassbar interessant vor, die beiden zum Thema sprechen zu sehen. Also da werde ich auf jeden Fall auch vorbeischauen. Das ist dann nämlich um 15.30 Uhr bis 16 Uhr, auch in Halle 3. So, das waren jetzt die leichteren Dinge. Also, wie gesagt, ich reise am Mittwoch an. Ich werde in einem Hotel wohnen in Frankfurt zunächst. Später siedle ich dann nochmal um zu einer befreundeten Autorin und mache es mir da gemütlich. Aber von Mittwoch bis Samstag bin ich erstmal in diesem Hotel und werde immer so zwischen Messe und Hotel pendeln. Vielleicht lege ich auch mal irgendwie so, weiß nicht, ein paar Stunden Frankfurt Innenstadt ein. Ich glaube, ich war da noch nie. Das würde ich mir auf jeden Fall gerne mal angucken. Aber dann kommt ja der Hardcore-Samstag. Die meisten von euch wissen, Samstag ist so der Tag auf der Buchmesse, wo dann irgendwie alle kommen. Also alle Leser,
alle Autoren, alle machen irgendwas, es gibt unfassbar viele Signierstunden und ja, also Terminplan, voll. Mein Tag startet allerdings ganz anders und zwar nicht auf der Messe, sondern in einem Hotel, weil ich, das hatte ich ja im letzten Video oder auch vorletzten schon erwähnt, ein Frühstück mit Emily Bolt gewonnen habe und ja, das kam etwas unvorhergesehen, das heißt, ich werde erstmal versuchen, mich möglichst pünktlich zu diesem Hotel morgens durchzuschlagen und dort mit Emily Bolt und ich glaube 5 anderen Teilnehmern zusammen frühstücken. Darauf bin ich richtig gespannt, richtig. Aber dann muss es auch eigentlich schon bald schnell weitergehen, denn ich würde unglaublich gerne am Samstag so um 11 rum die Veranstaltung, die Annika Bühnemann auf Facebook angeteasert hat. Und zwar schreibt sie ja für Vom Schreiben Leben. Das ist ein Blog, den ich sehr, klar, logischerweise, vom Schreiben Leben. Ich meine, ist klar, dass ich das im Auge behalte, so ein Blog. Aber der ist sowieso, also der hat so viele hilfreiche Tipps immer und das finde ich alles total cool. Und da würde ich halt auch gerne hingehen, auch einerseits deswegen, um halt auch andere Leute, die genau wie ich, sag ich mal, mehrgleisig damit zu tun haben. Also nicht nur schreiben oder nur Coverdesign oder nur Social Media Marketing machen, sondern die genau wie ich irgendwie alles machen wollen, können, müssen, sollen. Ich glaube, da werde ich so einige von treffen, wenn ich es irgendwie schaffe, rechtzeitig dahin zu kommen. Unter anderem wird aber bei diesem Treffen auch, habe ich schon gesehen, auf der Teilnehmerliste Nika Lubitsch und auch Poppy J. Anderson sein, also wenn ich mich jetzt nicht völlig irre. Ich würde also gerne da echt mal vorbeischauen, also ich hoffe, ich schaffe das. Naja, so fängt mein Samstag also an. Ich habe hier immer meinen schönen Spickzettel, ne? Nicht wundern. So, von 12 bis 12.30 Uhr signiert der Fitzek dann irgendwo. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo, das muss ich nochmal schauen. Ich gebe es offen zu, ich bin wahrscheinlich die einzigste Person auf dem Erdball, die noch nichts von Fitzek gelesen hat. Ich weiß aber, dass er unglaublich gut sein soll und ich schiebe und schiebe es immer wieder vor mir her, weil ich einfach im Moment nicht so eine Thriller-Leserin bin. Ich bin momentan einfach doch eher Fantasy und Weltuntergang und Vampire oder keine Ahnung, also Vampire im Sinne von Cronin und Guillermo del Toro und nicht Twilight gerade, sondern ja, ich schweife ab. Auf jeden Fall würde ich mir da gerne mal den Mann angucken. Gegebenenfalls auch irgendwas signieren lassen, wenn ich gerade Lust habe. Schon mal pauschal im Vorfeld sozusagen. So, und gleich im Anschluss signiert dann Terry Terry und zwar, ihr kennt ihr ja, die Dystopie geschrieben hat, gelöscht, zersplittert und so weiter. Da würde ich natürlich auch gerne vorbeischauen und mir irgendwie eine Art Autogramm sichern, weil ich bin zwar erst bei Band 2 momentan, aber auch schon fast durch. Finde ich alles sehr gut, würde ich gerne ein Autogramm haben. So, wo sind wir? Ja, und jetzt kommt der krasse Moment. Jetzt überlege ich, ob ich am Samstag, und das wäre dann so zwischen 1:15 und 2:15, mich irgendwo positioniere und euch die Möglichkeit gebe, mir Auge in Auge entgegenzutreten, sozusagen. Und dabei ist es völlig egal, ob ihr einfach nur gerne ein paar Merchandise-Artikel der Nachtsonne haben möchtet, ich blende sie an dieser Stelle mal ein, oder ob ihr euer Buch von mir signieren lassen wollt oder ein Autogramm haben wollt oder was weiß ich. Oder ob ihr einfach nur gerne meinen Kanal anschaut und einfach mal Bock habt, mit mir ein bisschen zu quatschen oder keine Ahnung, weiß nicht, mal zu sehen, ob ich in der Kamera fetter bin als im echten Leben oder andersrum. Also das ist eigentlich völlig wurscht, warum ihr da hinkommt. Ihr könnt aus vielerlei Gründen mit mir reden. Die Frage ist halt eben, ob ich das überhaupt machen soll. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich sag mal, ob euch das allen passen würde und ob das überhaupt ein guter Zeitpunkt und ein guter Ort ist. Und ja, also das wäre für mich sehr interessant zu wissen. Ich würde diesen Termin, also Samstag, 12:45 so ungefähr, vorm Eingang Halle 3, da wo man mit der Rolltreppe ankommt, jetzt einfach mal pauschal festhalten. Wer also Lust hat, kann dort gerne hinkommen und sich mit mir beschäftigen. Direkt im Anschluss, und da geht es nämlich auch schon weiter, ist um 14 Uhr das Lovely Books Treffen. Große Veranstaltung, ich weiß gar nicht, wie viele diesmal kommen. Ich glaube, als ich mich angemeldet habe, waren es so 80, ich weiß nicht, schwer zu sagen. Da möchte ich auf jeden Fall mal vorbeischauen, habe ich beim letzten Mal nicht gemacht. Das muss ich auf jeden Fall dieses Mal machen. Ja, das Ganze geht dann so bis 16 Uhr. Und der lange Samstag hört nicht auf, denn dann ist das Self-Publisher Meet and Greet um 17
19.30 Uhr geht das los bis 19 Uhr. Da hab ich mich noch gar nicht so richtig mit beschäftigt, ob man da einfach zustoßen kann oder nicht oder was weiß ich. Da muss ich noch mal schauen, aber wenn man das kann, dann möchte ich da auf jeden Fall hin. Also darauf freue ich mich auch sehr. Und dann ist der Samstag vorbei und ich bin wahrscheinlich auch vorbei, weil das ist wahrscheinlich so der anstrengendste Tag der ganzen Woche. Am Sonntag möchte ich es wieder etwas gechillter angehen. Also ja, wer irgendwie noch einen Tipp hat für mich, was Sonntag so zu sehen ist oder wo ich unbedingt auftauchen muss oder sollte, gebt mir Bescheid. Auf jeden Fall würde ich gerne Ursula Posnanskis Signierstunde mitnehmen. Die ist um 12 bis 13 Uhr in der Halle 3. Und dann auf jeden Fall, und da führt kein Weg dran vorbei, ab 13 Uhr das Booktuber-Blogger-Buchinteressierte-Treffen. Da war ich beim letzten Mal also in Leipzig auch dabei, damals noch völlig desorientiert. Dieses Mal ja schon etwas engagierter, weil ich ja nun auch sehr viel inzwischen auf YouTube aktiv bin und auch mit vielen dieser Booktuber schon sehr regen Kontakt pflege. Also freue ich mich da richtig drauf. Ich hoffe, dass viele von ihnen auch an diesem Tag können, weil einige reisen ja doch nur für Samstag an und ja, muss man dann mal sehen. Ja, das ist mein Sonntag bis hierhin. Zwei Termine erstmal nur, in Anführungsstrichen. Ansonsten werde ich die Buchmesse natürlich so richtig schön auskosten. Also ich bin, wie gesagt, fast die ganze Zeit da. Ich bin schon total gespannt. Ich habe es schon erwähnt, ich werde nur die Hälfte der Zeit in einem Hotel sein, die andere Hälfte bei einer befreundeten Autorenkollegin, wo ich mich auch schon tierisch freue, die endlich wiederzusehen, weil sie halt auch da in der Area wohnt und ich wohne ja nun in Bremen und das heißt, ja, es ist halt unfassbar unmöglich, sich doch mal über den Weg zu laufen sonst im normalen Leben. Das heißt, mit ihr werde ich wahrscheinlich auch noch ein wenig durch Mainz streifen, ich hoffe es zumindest. Und ja, dann, was ich auch sehr cool finde, letztes Mal bin ich ja, wer das Video gesehen hat oder es noch sehen wird, sehr früh morgens mit dem Zug aufgebrochen nach Leipzig und sehr, sehr, sehr spät abends wieder abgefahren und dann sehr früh morgens wieder angekommen. Also ein 24-Stunden-Horror-Marathon war das dann im Ganzen. Es hat zwar Spaß gemacht, aber es war halt eine schlimme Tour. Dieses Mal läuft das anders. Dieses Mal werde ich mitgenommen. Also ich werde keinen Zug fahren, vielleicht auf der Rückfahrt, das muss ich nochmal sehen, je nachdem, wann ich dann abfahre. Aber hinfahren tue ich auf jeden Fall schon mal mit dem Auto. Und da bedanke ich mich schon mal ganz herzlich bei der lieben Lotta, die eine brotlose Autorin wie mich mit in den Kofferraum packt. Und freue mich auch schon total auf die Fahrt, weil... Ja, wann macht man das schon mal, dass man irgendwie mit Menschen, die man eigentlich nur so online kennengelernt hat, gemeinsam irgendwo hinfährt, wo jeder richtig Bock drauf hat und irgendwie, ja, also ich glaube, der Gesprächsstoff wird uns wohl unterwegs nicht ausgehen. Ich freue mich also richtig drauf. Und ja, also das Ganze ist ein riesen Premierending. Es ist das erste Mal Frankfurt, die Stadt als solche. Es ist das erste Mal die Frankfurter Buchmesse als Autor. Es ist das erste Mal per Mitfahrgelegenheit sozusagen zu so einem Event. Und ja, es ist ein großes erstes Mal. Jetzt weiß ich gar nicht, wollte ich noch irgendwas sagen? Ich glaube, ich bin damit auch soweit am Ende. Also so die Eckpfeiler dieses Videos sind also, ich werde da sein, falls das irgendjemand noch nicht wusste oder wissen wollte. Ich werde, wie gesagt, am Samstag 13.15 Uhr Eingang Halle 3 sein und auch ein paar kleine Geschenke für euch haben. Also für alle, die Lust haben, neben den Tonnen Lesezeichen und Leseproben noch ein, zwei mehr einzustecken, die können da gerne auftauchen. Und ich freue mich richtig, richtig doll auf diese Woche. Ja. In diesem Sinne, ich hoffe, man sieht sich vor Ort. Ich bin so sehr gespannt. Und bitte nehmt es mir nicht übel, falls ich irgendwen von euch treffe und nicht gleich Namen und Gesicht und alles zuordnen kann. Das ist echt schwierig. Also was ich in den letzten 6 Monaten an Menschen kennengelernt habe. Also so viele und auf so unterschiedlichen Wegen. Und es ist halt, also ich glaube nicht, dass ich ernsthaft jeden sofort erkennen würde oder einen Namen oder einen Blog oder... irgendetwas zuordnen kann, weil das ist einfach überhaupt nicht möglich. Ich bin auch relativ überfordert mit dieser ganzen Situation. Und ja, also ich freue mich trotzdem total auf euch. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns da alle. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr da hinkommt, wann ihr da hinkommt, was ihr euch ansehen wollt. Habe ich irgendwas vergessen? Fehlt etwas auf meiner Liste, was ich unbedingt sehen muss? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und ja, dann würde ich sagen,
sehen wir uns auf der Buchmesse. Und für alle, die nicht zur Buchmesse fahren, gibt es dann hinterher, wie gesagt, ein Video dazu natürlich, weil auf jeden Fall werde ich ein Follow Me Around drehen, ist ja klar. Es wird ein ziemlich langes, da muss man wieder mal gucken. Oder ich filme halt nicht alles, also nicht jeden Tag. Das muss ich nochmal sehen, wie ich das einteile. Gut, in diesem Sinne, ich verabschiede mich von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, es ist schon fast dunkel. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich bin gespannt und hoffe, ihr seid es auch. Macht's gut! Puh, okay, ich sitze oder ich stehe in einem Fotoautomaten am Bahnhof in Bremen und Zwischenstand ist, ich werde meinen Zug nicht verpassen und ich habe leckeren Kaffee und Croissants von Le Crobac, bin also gut vorbereitet und in ungefähr 20 Minuten geht es dann los mit dem IC direkt nach Leipzig.